Hallo Gamer-Freunde und Ladies, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Mafia 3. Ja, wir sind jetzt immer noch schön am Aufräumen. Tugboat Bar. Und es war gerade sehr lustig. Der Typ hier hat mich zwar ein paar Mal getroffen, aber ich setze an, ziel einmal und reiße ihm die Schulter weg. Ja. Jetzt habe ich gar nicht das DLC Scharfschützengewehr, aber das ist auch sehr gut hier, weil das nämlich schnell nachlädt. Aha, jetzt kostet $1.500. Alles klar. Gut. Boom! Sparta! Ach, hier liegt alles. Okay, danke. So. TL29. Der andere Typ. Ach, das ist der Anhänger, okay. Aha. Okay, wir hauen aber mal ab. Okay, es explodiert, wenn du also weg bist. Das ist ja sehr nett. Gut, dann können wir jetzt schon C4 testen, obwohl wir es noch gar nicht freigeschaltet haben. Haha. So, dann ist der nächste Anhänger hier drüben. Achso. Okay. Oh, sorry. Oh, shit. Das wollte ich nicht, Freunde, das wollte ich nicht. Bitte schicken Sie ein paar Männer hier runter. Es kommen Meldungen rein über eine Fahrerflucht in River Road. Falls jemand in der Nähe Zeit hat nachzuschauen, immer zu. Ja, immer zu. So, Waffe wegstecken. Da. So. Okay, der nächste Anhänger. Jetzt müssen wir mal schauen. Diese elende Sumpfratte hat es für uns alle versaut. Uns alle? Du bist es doch, der an diese Hollow-Schnitten ran will. Abmarsch! Schwarzrotschau! Zwanalisch! Wehe, die haben heute wieder nicht. Was? Achtung! Arschloch mit Knarre! Komm her. Ich zeig dir, wie das geht. Nein. Oh, jetzt kommt der Wachposten. Oh Gott, was ist denn jetzt hier los? Oh shit, hat mich doch erwischt. Ah, verdammt. Oh shit. Was war das jetzt? Ah, hier. TL29. Jetzt ruft der Verstärker. Ah, shit. Nein. Boah. Ah, shit. Oh, ich hab doch die Medizin genommen. Das ist doch Mist. Ja, mit Verstärkung ist.
uncool. Okay. Mal einen halben Winter überstehen. Kannst du über die Yankees sagen, einen von diesen arschkalten Wintern zu überleben, das kann nicht jeder. Ich treffe mich mit Als ich noch ein Kind war, habe ich den Park im Hollow immer mit. Wir brauchen die Polizei hier unten. Ja. Nein, nein, nein. Kurzen Klaps und dann ist Ruhe. Der Typ hatte wohl die Hosen voll und ist abgehauen. Okay, suchen wir woanders weiter. Ja, niemand stirbt hier, außer die, die es müssen. Wieso bin ich hier schon wieder am Verbluten? Okay, war wahrscheinlich ein Bug. Ein kleiner Bug. Komm schon, Johnny, das war's für dich. Was? Scharfschützenposition. Ach, das ist ja interessant, okay. Versuchen wir es mal hier. Bleibt da mal unten jetzt. Right in the face. Ach, scheiße, vorbeigeschossen. Boah, Hüfte weggeruppt. Ich dünn euch alle aus. Na, boom! Helfen? Niemand hilft dir, Mann. Ich bin doch auch ganz alleine hier. Wie was? Aber hier oben ist keiner, oder? Nee. Außer da oben. Direkt in den Unterkiefer. Kleines Schwein, du. Nein, 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 nein. Das lässt aber sein hier. So, ganz still, mein Freund. So, okay. So, lief doch ganz gut jetzt, ne? Nachladen? Achso, ist zu wenig, ne? Hier ist ordentlich Cash. Oh yeah. Und hier Munition.
Ah, die Lupra. Warte mal, wie ist denn die Lupra? Hm. Nicht schlecht. So, Medizin. Ja, nehmen wir mit. Okay. Hier müssen wir noch ein bisschen was einsammeln. Ist immer gut, wenn man das, den Geldschaden schön auf Null bekommt. Okay, dann kann ich hier raus. Verteilerkasten. Achso, okay, da muss ich ganz außen rum. Hier ist auch nichts. Ah, hier, ein Poster. Huhu. Okay, hier nix, nix, nix. Gut, den müssen wir dann zum Explodieren bringen. Strike against low wages. Dock workers unite. Genau, richtig, Leute. Begehrt auf. Hier ist jetzt echt nichts mehr. Doch, hier ist noch Cash. Na, hier geht's raus. Hier ist noch Cash versteckt. 500, okay. So, was haben wir hier noch? Oh, hier können wir nochmal runtergehen. Oha. Okay, hier ist aber nichts. Nichts, nichts, nichts. So, jetzt hier. Medizinschrank ist voll und was ist denn das andere noch? Oh, jetzt sind welche gekommen. Ach, da liegt noch Geld, okay. Gut. Okay. Okay, das tat jetzt nicht weh. Vorsicht. Nicht immer hängen bleiben. Ja, es regnet gleich. Zerstörung. Aber das ist cool, Scharfschützenposition, sehr nice. C4.
So, der hat nämlich mehr drin, als er zugibt. Sehr schön. Gut. So, wo fahren wir denn jetzt hin? Zur letzten. Sehr schön. Oh. Ausgetrickst. So, gut, dass es sich gleich so verbinden lässt, egal wo man beginnt. Das ist nett gemacht. Oh. Mach die Mücke! Ja, ja, sehr gut. Da-da-da-da-da. Das Dumme ist bloß, ich habe zu wenig Munition. Na, hier kommt einer. Wir kriegen alle ein Stück von ihm. Versucht es hier drüben, Leute. Ja, ja, genau. Versucht es hier drüben. Und ihr findet eure Überraschung. Ja, das geht nicht. Wir können ja nicht springen. Da ist der nächste. Boom! Super cool. Super cool. Der Wichser ist wohl geschafft. Die Polizei hier. Platsch. Hier wird nichts gerufen. Ja, ruh dich aus. Es ist schön warm draußen. So, waren das alle? Na? Da ist noch jemand. Den hau ich aber so um. Oh, was ist mit dem los? Oh, das gefällt mir. Ah! Der Typ. Selber schön hingelegt. Ja, da hätte ich dich vielleicht gelassen, wenn du ruhig am Boden geblieben wärst. So, hier ist sonst nichts mehr. So schnell, hau ab, hau ab. Na komm schon. Sehr schön. Ach, da ist doch noch jemand. Schadenssumme erreicht. Yes, das wollte ich haben. Rede mit Jock Blanchard. Scheiße. Ja, ja, scheiße, genau. Bam. Sehr cool, wenn der den dann so wegschießt. So.
So. Mein Papa hat meinem Bruder und mir immer gesagt, was aus eurem Mund kommt, Ach, das ist jetzt die Hupe. Ah, cool, gefunden. So muss ich also drücken. Aha. Okay. Okay, okay. So, Navigationssystem funktioniert. Ja, ich muss mal kurz hier rein. Lieferung, Lieferung. Wunder, dass Toretto nicht draußen auf der Straße ist und dich persönlich jagt. So wirkungsvoll, wie du die Dockarbeitergewerkschaft lahmgelegt hast. Also, es klingt wirklich wie der Batman von früher. Ha? So, Jock. Ach, jetzt kommt wieder sowas. Rede mit Jock Longshot. Wenn du annimmst, werden alle verbliebenen Geschäftsziele entfernt. Jetzt muss ich mal checken. Ja, das können wir noch nicht machen. Wir haben noch Schmuggler. Ja, Moment, was ist denn da eigentlich immer die Aufgabe? Raube das Lagerhaus aus. Erledige Reus Vollstrecker. Erledige Vollstrecker der Gewerkschaft. Okay. Und dann noch das. Befrage Reus Wachleute und noch das. Roberto tralalala. Ja. Dann schlage ich vor, machen wir jetzt das zuerst. Dann später im nächsten Part das, das, das und das und dann wieder hier rum. Na? Genau. So, aber vorher. Werde ich nochmal kurz meinen Cash abgeben, weil es sind fast 5000. Und das möchte ich doch gesichert haben. Klar doch, Chef. Bin schon unterwegs. Was wickeln wir heute ab? Ja, achso, die steht hier drüben. Warte kurz. Wehe, du verlierst das. Und direkt in die Bank. Genau, in die Bank. So, jetzt haben wir da unten nicht Cash bekommen. Genau, zack. Auf den richtigen Moment warte ich. Was, du bist wirklich feucht in letzter Zeit? Hast du nicht irgendwie das Gefühl, Roy abzuzocken? Roy Tippido ist ein verdammtes Weichei. Er würde dir wahrscheinlich selbst einen Karton geben. Kann ich jetzt Darlenes Freundin kennenlernen oder nicht? Tja, wie machen wir das jetzt? Verzeihung, verschwinden. Hä? Du erzählst mir jetzt von Roys Schmuggler-Deals. Der Boss versucht, Medikamente für teures Geld nach Kuba zu schmuggeln. Ich weiß, wo die Ware ist. Ja, eigentlich muss man die ja immer anwerben. Weil wenn ich den töte, kriege ich doch nie die Informationen. Oder? Also von daher. Wir sind hier fertig.
Oh shit, ich hab zu lange gewartet. Gut, wieder was gelernt. Ha. Okay. Ja. So ein Shit. Ich wollte ja eigentlich anwerben, war so mein Gedanke, aber... Hat man doch nur ein Zeitfenster von 3 Sekunden. Ja, weil das ist ja immer die Frage so, ne? Wenn ich den jetzt töte, kriege ich natürlich schnell Geld. Kein schlechtes, aber wirklich nicht zu viel. Wenn ich den jetzt am Leben lasse, kriege ich die Informationen und später dann noch mehr Geld auch für die Unterbosse, was mir dann am Ende wieder richtig zugute kommt. Und ja. Und wenn man diese Entscheidung nicht trifft oder so lange wartet wie ich jetzt mal, in dem Sinne als Test, dann macht er den trotzdem kalt. Schöner Mist. Aber gut, dann eben draus gelernt. Ja, mache ich mich noch auf den Weg hierzu. Also nicht zu lange warten. In dem Punkt ist es halt so, dass man den eigentlich immer mitnehmen müsste, um die Informationen zu bekommen und nicht bloß das Geld. Und dann bekommt man Geld, Information oder sagen wir mal so, Information, Geld, Mehrwert auf lange Zeit. Und das ist eben mehr wert. Okay. Erledige Vollstrecker der Gewerkschaft Roberto Boobs Albano. Sorry, Bro. Kumpel, bist ja nicht mein Bro. Das muss man unterscheiden. So, machen wir uns mal auf den Weg bis dahin. Denn auch die langen Parts, die halben Stunden Parts so in den Dreh, sind irgendwann natürlich auch mal zu Ende. Tut mir sehr leid. Ja, du hast ja nichts gemacht, ist alles cool. Es gab ein Tötungsdelikt in River Row. Falls sich eine Einheit in der Nähe befindet, könnte sie mal hinfahren und die Lage überprüfen. Töten. Bitte töten. Raus aus der Gewerkschaft. Such mir selbst einen Job. Was haben die gesagt? Keine Erlaubnis, kein Job. Warte gefälligst, bis du dran bist. Du weißt schon, sie zu freischlagen. Alle Achtung. Ich hab ihm gesagt, es war ein Missverständnis. Bin gleich am Oh shit, vorbeigeschossen. Jetzt hab ich noch erwischt. Ah, das ist schade, wenn das so schief geht. Steht hier nicht dumm rum! Rennt weg! Lauf! Es ist zwar schade, wenn es dann so abläuft, aber beim zweiten Mal vernichtend geschlagen. Ich brauche Munition! Das gefällt dir! Was? Nein, alle! Lutscher! Ich werfe einen Molly! Ja. Selber angezündet. Ah, das ist so lustig. Ey, kommt Leute, das ist echt lustig, ja, also echt mal. So, das war für jetzt der letzte Headshot und macht sehr viel Spaß. Wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut. Bis dahin, Freunde. Und ciao. Die Luft ist rein.